Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, warum gestern kein Let's Read kam und warum heute keine normalen Videos kommen, es liegt daran, mir ging es gestern verdammt schlecht. Ich bin auch früher von der Schule nach Hause gekommen, weil mir ging es echt scheiße und ich hatte Kopfschmerzen und Deshalb konnte ich kein Let's Read aufnehmen gestern und deshalb habt ihr auch nur die zwei Parts bekommen, die ich halt schon von rein aufgenommen habe. Und dafür werde ich den Tag heute wieder nutzen, um wieder einen Puffer aufzubauen und weil ich eh heute nur einen Puffer aufbauen kann, weil ich noch weg bin. Später und ja. Dafür aber habe ich ein paar neue Bücher gefunden und das freut mich, denn somit ist es vielleicht doch nicht so ganz so schnell vorbei. Und zwar heute lesen wir eins der neu gefundenen Bücher. Besitztümer von Jarl Gjallund. Gjallund, okay. Ist gestohlen, ja gut. Ich stehle ja nur Bücher, wisst ihr ja. Und mal schauen. Ich habe mal reingeguckt, so lang ist es nicht, aber immerhin. Ne? Bestandsaufnahme des Besitzers, Besitzes von Jarl Gjallund. Bezeugt von Slavknir, dem Schreiber, was den Schreiber vor alten wie neuen Göttern beschworen. Alles klar. Weißlauf, Fußruder, nein, aber ihr wisst schon. Besitz des Jarls mit reichlich Wasser und Weideland. Heimat von Jawaschka, der weit bekannten Halle der Gefährten. Roriks Hofstadt. Ein kleiner Bauernhof im westlichen Tiefland, Getreide, Leder, Pferde. Der Granithügel. Drei Höfe und ein Gasthaus, gleich nördlich von Falkenring. Allwöchentlich wird hier ein Markt abgehalten. Roldan. Ein geräumige Holzhalle und Weideland wurde jüngst den Bauern von Reach abgezwungen. Silber und Eisen als Tribut von den Einheimischen. Bromjuna. Eine alte Siedlung hat viel von ihrem früheren Glanz verloren, Holz und Stein. Korvanjund. Eine kleine befestigte Siedlung, heute unmäht. Volunrud. Eine befestigte Holzhalle unweit der Kluft der Kolosse, mäht und gearbeitetes Elfenbein. Hilgrunds Hofstadt. Ein großes Gehöft. Am Fuße des Monaven, Getreide, mäht, Honig. Und das war alles, was der Jarl besitzt. Ja, immerhin, wissen wir das jetzt auch mal, ne? Also, was... Ja gut, ne? Ja, aber wenigstens gibt es neue Bücher. Ihr seht schon, dass vielleicht seht ihr da unten schon so ein paar Bücher, die wir noch nicht gelesen haben in der Liste. Und die werden dann in den nächsten Tagen kommen. Freue ich mich drauf. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer wieder war. Und ich sage bis morgen. Und sage bis dahin. Tschüss.